Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Auf der Suche gestern Abend nach dem nächsten Rezept, was ich heute zubereite. Okay, das war ein bisschen gelogen. Ich war auf der Suche nach einem Stück Schokolade oder irgendwas anderem Süßen. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, aber dafür Bulgur. Den habe ich schon lange nicht mehr zubereitet. War Gott sei Dank gut verpackt. Ich habe ihn schon, denke ich mal, ein paar Monate in meinem Schrank drin gehabt. Und ich wollte dann heute ein leckeres Rezept dazu machen. Ich mache leckere Spitzpaprika, die mit einem tollen Bulgursalat gefüllt werden, mit ein bisschen Feta-Käse und Olivenöl und tollen italienischen Kräutern. Das Ganze verschwindet dann zusammen mit einer super köstlichen Tomatensoße im Backofen für ca. 35 Minuten bei 170 Grad und fertig ist ein verdammt leckeres Gericht. Zuerst werden die ganzen Paprikadeckel oben abgeschnitten, dann entferne ich noch die Kerne und das ganze Innere der Paprika. Und für den Bulgursalat, den Bulgur habe ich schon nach der Packungsanleitung abgekocht, brauche ich dann noch Oliven, die werden halbiert. Dann einfach damit in die Schüssel, den Feta-Käse oben drüber bröseln. Jetzt noch die leckeren italienischen Kräuter dazu. Knoblauch darf bei dem Gericht auf gar keinen Fall fehlen. Klein schnibbeln, auch ab damit in die Schüssel. Und mit dem Olivenöl aufgießen. Alles gut miteinander vermischen. Und jetzt kümmere ich mich um die Füllung, dazu nehme ich einfach einen Teelöffel. Und jede Paprika wird mit ca. 3 bis 4 Teelöffel gefüllt. Anschließend noch andrücken. Und das wäre schon mal geschafft. Jetzt noch etwas Olivenöl erhitzen. Die geschnittene Schalotte dazugeben und kurz anbraten. Und danach die gestückelten Tomaten dazugeben mit Salz und Pfeffer. Schön würzen und noch ca. 3 bis 4 Minuten köcheln lassen. Dann kommen die Paprikaschoten in eine Auflaufform. Die Soße kommt oben drauf. Dann noch mit Alufolie bedecken und ca. 35 Minuten bei 170 Grad ausbacken. Nach einer Backzeit von ca. 35 bis 40 Minuten bei 170 Grad ist die Paprika schön gegart. Das Ganze sollte natürlich abgedeckt sein. Fertig ist das Essen und dann wird gleich probiert. Ich sage euch Leute, das Ganze ist so verdammt lecker, ihr solltet es unbedingt nachmachen. Ihr könnt doch mal in die Kommentare posten, wie es euch geschmeckt hat. Das Ganze reicht dann für 4 Personen aus. Ihr habt danach noch ein bisschen Bulgur übrig, den ihr noch separat anrichten könnt. Das heißt, wenn ihr nicht ganz so große Spitzpaprika habt, ist es überhaupt kein Problem. Denn der Bulgursalat schmeckt auch ohne die Paprika einfach nur fantastisch. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, das ist ganz wichtig, damit ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen solltet. Und wenn euch mittlerweile aufgefallen ist, mittlerweile kommen täglich Videos und zwar ab 16 Uhr. Also morgen wieder reinschalten, Punkt 16 Uhr. Ich freue mich auf euch und bis dahin einen guten Appetit.